Moin Leute, ich habe hier meine Top 5 Zanderköder für den Herbst liegen. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und was sich im Vergleich zu unserem letzten Video die Top 5 Zanderköder nach der Schonzeit geändert hat und wenn ihr vielleicht ein paar der Köder gewinnen wollt, dann bleibt dran. Ja, vielleicht hat der ein oder andere vor einigen Monaten unser Video zu den Top 5 Zanderködern nach der Schonzeit gesehen. Jetzt sind wir inzwischen im Herbst. Als ich eben hierher gefahren bin, hatten wir Regen, 10 Grad. Und da dachte ich mir, wir machen diesen Videostil jetzt auch nochmal für die Zanderangelei im Herbst. Was man direkt vorweg sagen kann, die Köder an sich haben sich gar nicht so grundlegend geändert. Eher haben sich die Gegebenheiten draußen in der Natur und am Wasser geändert und die Ködergrößen haben sich geändert. Vorweg würde ich deswegen schon mal einmal voranstellen, wie es draußen da so ein bisschen aussieht und wie sich das auf unsere Angelei auswirkt. Es ist nämlich natürlich nicht so, dass jetzt im Juni die Zander super strukturreiche Spots bevorzugen, Sonneneinstrahlung nicht so geil finden und im Herbst mögen sie auf einmal super flaches, klares Wasser in der Badewanne. Das ändert sich natürlich grundlegend erstmal nicht, wie der Zander so tickt. Was sich jetzt aber ändert, wenn es kälter wird, ist zum Beispiel, dass in Seen die Sprungschicht wegfällt. Wie genau sich die Sprungschicht bildet und was das für Auswirkungen hat, können wir gerne nächstes Jahr auch nochmal in so einem Sommervideo machen. Das wäre jetzt zu viel, aber nichtsdestotrotz möchte ich es natürlich kurz einmal erklären. Ihr könnt euch das so vorstellen, die Sprungschicht liegt wie ein Deckel im See und unterhalb der Sprungschicht ist der Sauerstoffgehalt einfach so gering, dass dort kein Zander zu finden ist. Das heißt, ihr habt sie eher oberhalb der Sprungschicht. Wenn das Wasser jetzt kälter wird, Herbst bedeutet Wind, Regen, dann wird das ganze Wasser durchwühlt und die Sprungschicht fällt weg und das bedeutet, dass die Zander viel mehr umherziehen. Einerseits aufgrund dessen, dass sie es einfach aufgrund der fehlenden Sprungschicht wieder können, auf der anderen Seite aber auch, weil sie beginnen sich für den Winter einfach fett zu fressen. Das heißt, der Fisch ist viel aktiver, man findet ihn an viel mehr Stellen als vorher und für uns heißt das, wir müssen auch ein bisschen mehr suchen. Allgemein kann man sagen, je kälter das wird, desto tiefer ziehen auch die Zander. Im See im Prinzip von den flachen Bereichen, dann irgendwann in die tiefen Löcher, in Fließgewässern, vom Hauptstrom, in Hafeneinfahrten, in Häfen, vielleicht auch in Nebengewässer, wenn die angeschlossen sind. Allerdings passiert das natürlich nicht von einer Woche auf die nächste. Das ist ein Prozess. Und gerade am See kann es auch sein, dass die Zander, bevor sie dann wirklich in die tieferen Löcher oder einfach ins tiefere Wasser wechseln, durchaus an einigen Tagen auch nochmal sehr flach anzutreffen sind. Stellt euch den Sommer vor, ihr kennt das alle, der Brutfisch ist ungefähr so groß, massenhaft vorhanden und deswegen fressen sich die Fische dann auch an diesen kleinen Brutfischen satt. Wenn man jetzt in den Herbst schaut, sind diese riesen Baitballs, wie man sie ja nennt, gar nicht mehr so da. A, sind die Brutfische deutlich größer geworden und die Schwärme sind einfach nicht mehr so. Wenn ihr jetzt am See unterwegs seid, das Wasser wird schon ein bisschen kälter, die Sonne kommt allerdings raus. Dann passiert Folgendes, flache Uferbereiche wärmen sich jetzt nochmal auf und der Kleinfisch zieht dann in diese flacheren Buchten rein. Selbstverständlich ziehen dann die Zander auch hinterher und jagen dort oder fressen dort. Je später es dann wird, tritt das irgendwann nicht mehr auf. Nichtsdestotrotz solltet ihr jetzt, bevor ihr jetzt anfangt, wirklich nur noch tief die Zander zu suchen, solche Bereiche, insbesondere am See, nicht außer Acht lassen. Immer mal schauen, insbesondere wenn ihr warmes, sonniges Wetter habt, vielleicht auch über 2-3 Tage oder eine Woche, solche Phasen werden mit Sicherheit jetzt Ende September, Anfang Oktober nochmal kommen, solche Bereiche nicht außer Acht lassen. Und im Fließgewässer
ist es jetzt auch nicht so, dass der Zander von einem Tag auf dem anderen aus dem Hauptstrom oder von der Strömungskante weg direkt in die Häfen reinzieht. Das sind alles so Sachen, ihr müsst ein bisschen checken, wie was wo gerade läuft. Dann so nochmal ganz kurz runtergebrochen, so die hauptsächlichen Sachen, die sich verändern. Die Sprungschicht ist weg, das Wasser wird durchwühlt, entsprechend die Zander deutlich aktiver, weil sie viel fressen wollen und müssen, weil sie wieder in tiefere Gewässerbereiche reinkommen. Aber das passiert noch nicht sofort. Also sie sind jetzt nicht von 4 Metern auf 14 Metern, das nicht. Und genauso gut sind sie am Fließgewässer nicht aus dem Hauptstrom übermorgen im Hafenbecken. Bei den Top 5 Ködern, mit denen wir sie dann im Herbst befischen, dürfen natürlich Gummifische nicht fehlen. Wenn ihr euch noch an das Video erinnert, was wir vorher gemacht haben, da hatten wir gesagt, noch nicht so groß fischen, vielleicht auch mal 3, 3,5 Inch, was dann so 8 cm entspricht, 8, 10 cm. Dort oder davon kann man jetzt definitiv abweichen und das Ganze, was die Ködergröße angeht, auf jeden Fall hochschrauben. Ich habe hier mit ein paar Beispiele. Wundert euch nicht, dass beim Neuke Smoke & Swimmer in 12 cm die Packung sich geändert hat. Das sind jetzt nicht mehr diese Blister, das sind die Tüten, aber das hier ist beispielsweise der 12 cm Neuke Smoke & Swimmer. Ebenfalls 12 cm mit etwas mehr Bauch hätte der Gator Gum. Oder wenn ihr ein bisschen abstrakter, ein bisschen mehr Creature-mäßig mit Paddle Tail fischen wollt, dann könnt ihr auch sowas wie ein Flash Union Abacus Shad in 4,3 Inch nehmen. Wenn wir jetzt klassisch jiggen, müssen wir natürlich schauen, wie weit sind wir schon in den Herbst fortgeschritten. Je kälter es wird, desto passiver werden irgendwann auch die Fische. Da bietet sich dann eher Faulenzen an oder langsames Jiggen. Wenn es jetzt noch diese Übergangsphase ist, dann kann man durchaus schon auch noch ein bisschen zackiger jiggen. Welche Gewichte ich nehme, hängt natürlich davon ab, wo ich jetzt fische. Wenn ich jetzt am See unterwegs bin und möchte wirklich nochmal so eine flache Bucht, weil es ein paar Tage warm war, flach abjiggen, dann muss ich natürlich leicht jiggen. Nehme ich vielleicht 5 oder 7 Gramm, das reicht vollkommen aus, dass so ein 5 Inch Smoke & Swimmer sauber arbeitet. Das reicht theoretisch sogar auch schon 3 Gramm aus. Müsst ihr einfach gucken, was ihr braucht. Und dann ja, arbeite ich diesen flachen Bereich einfach mit leichten Gewichten ab. Das gleiche gilt für flache Steinpackungen oder flache Bereiche in der Buhne. Weil, brauche ich euch auch nicht erzählen, aktuell oder generell im Herbst ist es ja so, dass recht wenig Wasser vorhanden ist. Und aktuell ist es besonders krass, das heißt viele Bereiche, die sonst vielleicht gar nicht so flach sind, sind aktuell aber echt flach. Und wenn ihr die befischen wollt, müsst ihr natürlich entsprechend mit dem Gewicht ein bisschen leichter werden. Sonst seid ihr einfach überbleit und das funktioniert dann nicht sauber. Was beim Zanderangeln auch nie fehlen darf, sind schlanke und flach laufende Wobbler. Die können zu dieser Zeit auf jeden Fall bei 2 Bedingungen extrem gut gebrauchen. Ich hatte gerade schon gesagt, das Wasser ist recht flach. Das Wasser ist im Herbst aber auch klar. Und ein Zander als Augenräuber mag dieses klare Wasser eigentlich nicht so. Beziehungsweise das klare Wasser nicht so, weil dann einfach zu viel Licht durch die Sonne reinkommt. An Tagen, an denen es jetzt im Herbst halt sonnig ist. Da kann es sich durchaus anbieten, den Tag einfach mal sein zu lassen und das Angeln in die Abendstunden zu verlegen. Und wenn ihr dann im Prinzip so flach laufende Wobbler nutzt und die extrem langsam parallel zu einer Steinpackung zum flachen Uferbereich führt, ob das jetzt am See oder am Fließgewässer ist, das funktioniert beides, könnt ihr insbesondere bei klarem Wasser, sonnigem Wetter in den Abendstunden beim Zanderwobbeln sehr, sehr gut und auch gute Fische fangen. Das Gleiche funktioniert entsprechend natürlich auch, auch wenn viele es auf Zander gar nicht so unbedingt favorisieren, ja, mit Bladed Jigs, Chatterbaits. Das hier ist der Flash Union Flash Jumper. Den hatte ich im anderen Zander-Video auch schon. Der passt für diese Angelei einfach ideal. Er hat ein etwas größeres Blättchen, das erzeugt viel Druck und das sorgt auch dafür, dass man ihn wirklich extrem langsam kurbeln kann, ohne dass er zu tief läuft. Also das große Blade erzeugt Druck,
Der Köder läuft ein bisschen flacher. Das kann man noch steuern durch die Wahl des Trailers. Wenn ihr sehr, sehr flach fischen wollt, nehmt ihr einfach einen Köder, der extrem viel Druck macht. Beispielsweise ne, natürlich Gummifisch oder einen Krebs mit Doppelschwanz. Beispielsweise einen Moltke Smokenswimmer. Dazu kommen wir aber gleich noch. Das war nur jetzt als Trailerwahl. Und dann könnt ihr ein bisschen variieren. So ein Wobbler, der rollt dann natürlich nur so ganz leicht hin und her und hat sehr, sehr wenig Aktion. So ein Bladed Jig läuft auch flach, hat aber natürlich viel, viel mehr Druck. Und so könnt ihr ein bisschen checken, gerade an diesen Tagen, wo es nochmal warm war, wollen Sie den Wobbler mit sehr wenig Aktion oder vielleicht doch so einen druckvollen Köder wie so ein Flash Jumper mit einem Trailer drauf. Das einfach am Ende probieren und deswegen Wobbler, Bladed Jigs gehört für uns auch im Herbst nach wie vor immer noch dazu. Wenn die Fische jetzt allerdings schon recht tief stehen, das heißt, ihr müsst an den Grund oder ihr wollt an den Grund und ihr sagt, naja, irgendwie Jigs ist nicht so meins, kriege ich immer super viele Hänger oder ich fische einfach gerne ein bisschen anders oder die Zander einfach nicht auf Jigs vernünftig reagieren, dann bieten sich auf jeden Fall auch das Texas und das Carolina Rig an. Ich habe das hier schon mal im Prinzip vorbereitet. Also Offset-Haken, Bullet-Weight und dann ein entsprechender Gummiköder hinten drauf. Persönlich würde ich dort schauen, gerade beim Zanderangeln, wo man den Offset-Haken ins harte Maul kriegen muss, dass ich schon eher recht flache Gummis fische und dort wären wir nämlich auch beim vierten Ködertyp oder eben bei der vierten Art der Präsentation bei Pintails. Das ist jetzt wieder von der Firma Flash Union ein Flash Cell Tail und wie ihr seht, das ist wirklich ein sehr, sehr schlanker Gummi, der hier hinten aber nichtsdestotrotz noch ein bisschen Aktion hat. Und wenn der Zander sich den nimmt, hier ist auch reichlich Luft noch zwischen Offset-Haken und Köder. Da braucht ihr keine Sorgen haben, dass ihr da die Fische nicht hakt. Wenn jetzt natürlich wirklich hier sowas wie relativ bauchige Shads, die eine etwas festere Gummimischung am Zerik oder am Terik auf Zander angelt, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Deswegen schlanke Gummis nehmen, weiche Gummimischung, schauen, dass der Haken passt und dann ist das auch kein großes Problem. Und da könnt ihr natürlich variieren. Also das war jetzt der Flash Celltail. Wenn ihr sagt, der hat 5,3 Inch, na, ist mir sogar fast ein bisschen zu groß, dann nehmt ihr einfach sowas wie einen Neuke Camper. Der hat 10 cm. Die hinten nochmal so Rippen. Einen Mini-Paddle und hat schon viele, viele schöne Fische gebracht. Also auch viele, viele schöne Zander gerade gebracht. Ich montiere mal gerade fix ein. Dann im Prinzip einfach nur hier vorne durch den Kopf. Einmal umgedreht. Schauen, wo muss ich raus. Mit dem Finger kurz markieren. Zack. Gucken, dass ihr hier hinten am Rücken dann schön mittig kommt. Und dann könnt ihr den Gummi nochmal einmal einstechen. So, und dann habt ihr halt einfach hier die etwas kleinere Variante im Vergleich zum Flash Cell Tail. Und so könnt ihr dann natürlich, wenn die Fische derart passiv sind, dass sie auch auf die Faulenzer-Methode, wo der Köder ja wirklich schon nur langsam springt, gar nicht so gut reagieren, den Köder halt auch einfach mal wirklich liegen lassen. Oder ihr schleift ihn nur langsam, gibt dann mal so eine Art Jig, dass er einmal so das Bullet-Gewicht hochfliegt und der Köder so ein bisschen hinterher trudelt. Das kann je kälter es wird, sehr, sehr gut funktionieren und ist ähnlich unterschätzt wie meiner Meinung nach Krebse und Skirted Jigs auf Zander. Hier habe ich jetzt natürlich auch eine entsprechend große, wuchtige Kombination gewählt. Das ist ein 14 Gramm Football Skirted Jig von der Firma Flash Union mit einem 4 Inch
oder mit einer 4-Inch Blackout Craw von Teamco hinten drauf. Das heißt, ihr habt hier ordentlich Profil, ordentlich Gewicht auch, womit ihr auch selbst an Fließgewässern noch vernünftig runterkommt. Und ihr habt hier hinten durch diese beiden geformten Scheren auch immer noch ein bisschen Spiel in der Geschichte. Das heißt, ihr könnt das Ganze am Grund führen, ihr könnt das aber auch durchaus jiggen, anlupfen und habt einfach mal was anderes als einen ganz klassischen Gummifisch, wenn sie darauf nicht reagieren. Das funktioniert natürlich nicht nur mit der Blackout Craw, sondern im Prinzip auch mit dem Smoking Dead von Neuke. Flash Union hätte einen passenden Krebs mit der Union Craw. Oder wenn ihr jetzt sagt, Ködergröße kann ruhig ordentlich und saftig ausfallen und ihr wollt noch ein bisschen mehr als die Blackout Craw, die ich hier gerade auf dem Skirted Jig habe, dann könnt ihr auch sowas nehmen wie von Lurfans hier die Force Craw, die sehr große Scheren hat und so in diese Richtung realistischer Krebs von der Form geht. Probiert das ruhig mal aus. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr mal was anders machen wollt, weil ihr das Gefühl habt, der Rest fruchtet gerade nicht so richtig. Was natürlich auch immer geht bei passiven Fischen, die etwas tiefer stehen und nicht ganz so viel Action wollen, ist Dropshot. In dem Fall dann vielleicht nicht so voll an der Strömungskante, sondern eher im tieferen, flacheren Bereich, je nachdem, wo die Zander sich dann aufhalten. Und mit den Ködertypen, die ihr beim Dropshot nutzen würdet, also Pintails oder halt auch sowas wie den Smoking Swimmer, könnt ihr vom Boot natürlich dann auch vertikal präsentieren. Wenn ihr ein Echo habt und seht die Fische, könnt ihr diese Ködertypen auch vertikal wunderbar nutzen. Was meines Erachtens auf keinen Fall noch fehlen darf, 5 Inch, 12 cm ist natürlich schon recht groß, aber traut euch ruhig wirklich große Köder zu fischen. Das hier ist jetzt ein 19 cm Neuke Wobbleshad. Und wenn ihr mal hier diese Köder vergleicht, das hier ist tatsächlich eine 10 cm Variante. Und dann könnt ihr ungefähr ahnen, dass die 19 cm Variante mit 7,5 Inch schon ein ordentlicher Klopper ist. Aber es wird kälter, die Zander fressen sich voll, die Ködergröße. Und nicht nur die Ködergröße, sondern auch die Größe der Fische, die die Zander als Beute nehmen, wird mit zunehmendem Jahr, abnehmender Temperatur und je tiefer die Fische am Ende auch stehen und immer größer. Deswegen traut euch, wenn ihr Bock habt, große Köder zu fischen, ruhig auch mal an solche Ködergrößen ran. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich packe euch diese Köder auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung, weil beispielsweise beim Wobbleangeln geht natürlich nicht nur der E12 von Lurfans, sondern wenn etwas stärkere Strömung ist, auch der A8 oder von Tiemco der flachlaufende Sumari. Und so könnt ihr euch dann nochmal durchklicken, könnt die Köder mal auschecken. Vielleicht ist was dabei, was euch gefällt, was ihr noch nicht kanntet. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein bisschen was entnehmen konntet für eure Angelei. Lasst mir gerne mal Feedback da, wie ihr unsere Auswahl hier findet. Geht ihr da mit oder sagt ihr, nee, ich mach's ganz anders? Gerne würde ich auch Feedback lesen zum Zander-Video nach der Schonzeit und euren Erfahrungen. Habt ihr vielleicht was umsetzen können, was totaler Blödsinn, was wir erzählt haben? Und wenn ihr dann einen Kommentar dagelassen habt, braucht ihr im Prinzip nichts zu tun, außer das Video noch liken und unseren Channel abonnieren. Dann seid ihr auch schon mit in der Losbox, um hier so ein kleines Paket aus diesen Ködern, das ich euch dann zusammenstelle, zu gewinnen. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich denke mal, wir machen diese Videoreihe auch wieder rund mit einem Barsch- und einem Hecht-Video auf Herbst bezogen. Und würde mich freuen, wenn ihr dann bei uns weiterhin am Ball bleibt. Macht's gut, bis dahin. Ciao.